Wir hatten heute die Tarifkommission für die Holz- und Kunststoffverarbeitende Industrie Westfalen-Lippe und wir haben in der heutigen Sitzung der Tarifkommission unsere Forderung für die kommende Tarifrunde beschlossen. Wir fordern 5% mehr Lohn und Gehalt ab 01.01.2013 und 60 Euro mehr für die Azubis. Es ist wichtig, den Auszubildenden 60 Euro mehr zu geben, um die Küchenbranche eigentlich wieder schmackhaft zu machen. In anderen Tarifgebieten werden also höhere Ausbildungsvergütungen gezahlt und uns brechen also die Auszubildenden ab. Um das auszugleichen, finde ich es korrekt und es muss auch gewährleistet sein, dass auch in dieser Branche die Jugendlichen die Chance haben, mehr Geld zu verdienen gegenüber anderen Branchen. Wir können unsere Forderungen gut begründen. Die Beschäftigten haben aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung einen Anspruch darauf, an den Erfolgen und an den Umsätzen der Unternehmen beteiligt zu werden. Aber das alleine reicht nicht. Die Arbeitgeber müssen auch in den Betrieben spüren, dass es den Beschäftigten ernst ist mit einer spürbaren Lohn- und Gehaltserhöhung und mit einer Erhöhung der Ausbildungsvergütungen. Und deshalb werden wir in den kommenden Wochen und Monaten auch Druck in den Betrieben machen, damit die Arbeitgeber merken, dass es mit unserer Forderung ernst ist. Und als zweites, nur eine starke Gewerkschaft kann auch starke Abschlüsse erzielen. Und deshalb ist es auch nötig, dass möglichst viele Beschäftigte, die das bisher nicht waren, der IG Metall beitreten. Ich finde es eine gerechte Forderung gegenüber den Arbeitgebern, weil durch die Leistungsverdichtung haben wir auch den Anspruch, diese Forderung zu stellen. Wir sehen sehr wohl, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung auch bei Küchen und Möbeln im Moment abschwächt. Aber man muss eins sehen, 2012 soll es 2% Wachstum geben. 2% Wachstum, das ist immer noch doppelt so viel wie im Rest der Wirtschaft und über die ganze Bundesrepublik Deutschland gerechnet. Und Wachstum ist und bleibt Wachstum und deshalb gibt es auch keinen Grund, hier vorzeitig in irgendwelche schwarzen Prognosen zu verfallen oder zu sagen, dass das alles nicht bezahlbar und von den Unternehmen leistbar ist.